Hallo Leute und herzlich willkommen. Ich mache wieder mal ein Informationsvideo auf YouTube, da ich mir nicht immer sicher bin, ob ihr immer fleißig auf meine Facebook-Seite guckt, obwohl da alle meine aktuellen Projekte stehen, beziehungsweise zukünftige Projekte. Momentan tut sich ja eh noch nicht so viel auf meiner Facebook-Seite. Erstmal zu meinen aktuellen Projekten. Akania Fall of Setarif ist bei mir schon fertig aufgenommen, schon längst. Es liegt noch bei der Verarbeitung und Bearbeitung und ein paar Parts habe ich schon hochgeladen. Da aber jetzt die Megabytes so hoch sind, dauert das ewig, bis die hochgeladen sind. Kann schon bis zu 3-6 Stunden dauern, bis ich ein Part hochgeladen habe. Das ist auch so ein Fail von meinem Internet, würde ich sagen. Dazu komme ich später noch einmal. Da ist meine Leitung einfach zu schwach dazu. Auf jeden Fall, dieses Projekt habe ich schon fertig aufgenommen. Und zu diesem Rollenspiel wurde ich auch gefragt, ob ich Gothic 1, 2 oder 3 Let's Playen würde oder möchte. Und vor kurzem habe ich darüber auch schon nachgedacht, ob ich das machen werde. Ich hätte aber eher Bock auf Gothic 3. Insofern, dass ich die Spiel-CD von einem Freund wiederbekomme. Ich hoffe, er hat es nicht verschlammt. Aber ansonsten müsste ich es nochmal nachkaufen. Das würde ich euch anbieten können. Darauf habe ich am meisten Bock. Ich bin eh kein so ein Let's Player, der so nach Reihenfolge geht. Gothic 1 und 2, wenn ihr es wollt, also das müsste ich mit Cheats spielen, weil ich es nie anders gemacht habe und ich dazu schlecht wäre. Bei Gothic 3, da regeneriert sich die Kraftpunkte von selbst, wenn man das ausbaut. Da ist es nicht so krass, wenn man mal ein bisschen in Bredouille kommt. Wie gesagt, bei Gothic 1 und 2 würde ich wahrscheinlich die Abilities verändern, dass ich zum Beispiel Stärke auf eine Million setze, Lebenskraft auf eine Million setze und so weiter. Ich werde nicht den God-Sheet aktivieren, das werde ich nicht, aber ich werde die Abilities verändern, falls ihr überhaupt Gothic 1 und 2 wollt, also als Let's Retro Spiel. Gothic 3, wie gesagt, brauche ich erstmal die Spiel-CD. Das war zu Gothic erstmal. Dann habe ich ein Let's Play Together Spark Knights laufen. Das hängt davon ab, wann Parts kommen. Wenn mein geschätzter Let's Play Kollege und guter Freund und Little Bro, vor allem jetzt, er ist mein kleiner Bruder, also nicht biologisch, sondern einfach ein Spitzname, Zeit hat und ich natürlich auch Zeit habe. Wir sind ausrüstungstechnisch sehr, sehr weit. Und der liebe Nasencreme bzw. Mr. Mix Pixcrafter und Sascha, so, der hat so viele Namen, der hat schon mal Warner besiegt, also der ist schon recht weit. Der tut nur so, als könnte er nichts. Und das hängt einfach ab, wann halt wieder was kommt, wann wir einfach Zeit haben, was aufzunehmen. Weil es ein Together ist und das soll bitte auch so bleiben. Also kann es schon mal sein, dass er mal wochenlang nichts kommt von dem Projekt. Und was noch läuft, ist Bioshock. Bioshock habe ich schon ewig lang nicht mehr aufgenommen. Jetzt habe ich vor kurzem den letzten Part hochgeladen, den ich noch hatte. Ich werde jetzt dann bald wieder weitermachen. Ich werde so machen, ich werde mindestens 2 Stunden aufnehmen, da habe ich mindestens 6 Parts. Dann wird wieder einiges kommen. Gut, das waren so meine aktuellen Projekten. Wie gesagt, auf meiner Facebook-Seite, was auch im Link steht, steht meine Facebook-Seite. Bitte da einfach reinschauen, vielleicht ein Gefällt mir abgeben, denn dann seid ihr immer, wie bei YouTube, immer on date, ja. Ihr wisst alles Bescheid, ihr kriegt alles mit. Und meine zukünftigen Projekte werden dann wieder das Projekt aufnehmen, Dead Space 2 als Let's Race geplant mit einem geschätzten Kollegen, mit EVSM.
2 Let's Play. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Mit dem werde ich in Let's Rise Dead Space 2 machen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ob ich in dem Jahr Dead Space 3 schaffen werde, das weiß ich noch nicht. Aber dieses Projekt wird auch noch kommen. Und dann, ihr habt ja schon noch meinen Banner gesehen, werde ich auf jeden Fall mit Super Metroid, Super Metroid habe ich schon, aber mit Metroid 3 anfangen. Mit Zero Mission, dann Samus Returns, also Metroid 2. Und glaube ich, Metroid 4 Fusion heißt es. Dann werde ich, was werde ich denn noch Let's Playen? Ach ja, zu Yoshi's Island, da bin ich fertig mit dem Projekt. Da werde ich jetzt halt mit den extra und geheimen Level anfangen. Das mache ich aber zusammen mit René, sein Kanalname Luvia Evolution 666. Da müssen wir aber noch warten, bis ich im Sommer Urlaub habe, also Ende Juli. 3 Wochen sind es noch. Da muss ich auch noch die Levels machen. Die habe ich noch nicht ganz komplett fertig. Und erst nach 3 Wochen können wir anfangen, lieber René. Jetzt noch nicht. Jetzt war zu Yoshi's Island. Das wird dann nochmal kommen. Metroid habe ich schon gesagt. Jetzt habe ich es auch nicht mehr ganz im Kopf. Schaut es einfach auf meine Facebook-Seite am besten. Da steht alles. Da werde ich auch nochmal die aktuellen Informationen immer neu aktualisieren. Für ein Informationsvideo rede ich ganz schön lange, schon 6-7 Minuten. Aber es gibt einfach sehr viel zu erzählen. Und nochmal anknüpfen an mein Internet. Ich habe schon ein paar Livestreams gemacht, aber das ruckelt und laggt so sehr. Ich werde mich darum kümmern im Sommer, also Ende Juli, wenn ich Urlaub habe, 2 Wochen, dass ich eine schnelle Leitung bekomme. Also über 1000 oder 5000 eine Leitung, damit wir auch mal Livestreams machen können oder öfters. Es hat einfach keinen Sinn, es ruckelt einfach zu sehr. Und noch ein Projekt kommt. Irgendwann in Oktober kommt Pokémon XY. Ich werde Pokémon X Let's Playen. Wenn jemand einen guten Nintendo 3DS Emulator kennt zum Downloaden, bitte schreibt unter dem Video einen Kommentar. Dann würdet ihr mir echt sehr gut helfen. Ich habe schon geguckt, aber ich habe nichts Brauchbares gefunden. Also das würde ich gerne Let's Playen. Mal wieder ein Pokémon Spiel. Ich habe ja eh nur Hex Let's Played und jetzt mal mein richtiges Pokémon Spiel. Ich denke, jetzt habe ich auch alles gesagt. 8 Minuten mit eurer Lebenszeit beraubt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bye.